Blitzes. In diesem Spiel dauerte es 15 Minuten, ehe der erste sehenswerte Angriff zustande kam. Die Schalker in den weißen Hosen von links. Diersen hat eingeleitet. Täuber. Und Bruns rettet zum Eckball. 38.000 Zuschauer hatten den Weg ins Schalker Stadion gefunden. Der Boden war ausgezeichnet. Das Spiel war uneingeschränkt gut durchzuführen. Das war eben Norbert Eilenfeld, einer der Neuen, und Frank Hartmann, auch er in der Schalker Mannschaft vom Anpfiff an. In der 17. Minute Eilenfeld rutscht am Ball vorbei. Die erste wirkliche Torchance dieses Spiels. Das ist Ton, der sehr weit zurückhängend im Mittelfeld spielt, aber gute Pässe schlug. Zweikampf Schatzschneider mit seinem Gegenspieler Borowka. Freistoß durch Diersen. 18. Minute. Kopfball Schatzschneider. Die zweite Torchance. Das Spiel wurde lebendiger. Sude. Noch einmal in der Zeitlupe. Nein, sie kommt wohl doch nicht. Kritischer Blick des Mönchengladbacher Trainers Jupp Heynckes. Aber seine Mannschaft gewinnt nun an Spielanteilen. Hannes, er hat erst am Donnerstag wieder richtig trainiert. Fronzek. Es gibt natürlich Eckball. Szenen so etwa aus der Mitte der ersten Halbzeit. Erlofsen. Und Junghans mit den Fingerspitzen vor dem einschussbereiten Mill. Junghans, der ja Monate oder beinahe jahrelang in Schalke ein Unsicherheitsfaktor war, aber inzwischen längst ein sicherer, souveräner Torwart, dem man vertrauen kann. Frank Mill. Besorgte Blicke von Didi Ferner. Er hat Grund dazu. Mir wird gefault. Es gibt Freistoß. Klare Sache, Schiedsrichter Heinz Werner hatte nicht viel Mühe mit einem an sich fairen Spiel. Solche Szenen waren die Ausnahme. Borowka. Und wieder ist es Junghans, der diesen tückisch abgefälschten Ball, vom Wind abgefälschten Ball, gerade noch vor der Torlinie wegschlagen kann. Vielleicht auch in der Mauer leicht abgelenkt. Aber Junghans reagiert richtig. Diersen. Rahn. Er hatte in Frank Hartmann einen unerbittlichen Gegenspieler, der meistens bei ihm war. Und wieder Junghans. Drei gute Möglichkeiten für Schalke, für Mönchengladbach. Dreimal gescheitert an Junghans. Das sind die Daumen von Trainer Ferner. Vielleicht Nervosität, vielleicht drückt er seiner Mannschaft die Daumen, dass sie ein Tor schießen. Aber sie haben Mühe, sie stehen unter Druck. Fronzek. Wieder Junghans. Und dann Konter. Diersen. Das Spiel läuft weiter. Vorteil. Ton. Einer seiner guten Pässe. Über 20 Meter auf Frank Hartmann. Gewinnt den Zweikampf gegen Hannes und auch gegen Sude und schießt ins Tor. 1:0 in der 40. Minute. Hartmann, der Neueinkauf aus Köln, noch einmal die Szene. Dieser herrliche Pass in den Lauf. Der Fehler von Hannes und das Tor. Winfried Hannes, der ja erst einmal trainiert hatte in der letzten Woche, hatte Schmerzen an der Achillessehne, wurde ausgetauscht gegen Ringels und wir sind in der zweiten Spielhälfte. Dietz, der auch heute seine Libero-Rolle immer wieder offensiv versteht. Norbert Eilenfeld, früher einmal in Bielefeld, dann in Kaiserslautern. Und jetzt soll er in Schalke Tore schießen, scheitert an Sude. Das Spiel wird immer lebendiger, die Torszenen häufen sich. Eilenfeld. Diersen gegen Herlofsen. Kruse, ein schöner Schuss und hat der Torwart Mühe, hat Sude Mühe. Eilenfeld ist zur Stelle, 2:0 für Schalke.
in der 55. Minute. Das zweite Tor auch von einem Neuling. 1:0 durch Hartmann, 2:0 Eilenfeld. Sehen Sie, da hat Sude sehr viel Mühe mit diesem kraftvollen Schuss von Kruse. Und bevor er wieder auf den Beinen ist, ist Eilenfeld zur Stelle. Ein Abstaubertor. Solche Tore hat er früher in Bielefeld sehr oft geschossen. 2:0 steht es also. Noch 30 Minuten zu spielen. Das ist Ringels mit der 12. Der Druck der Gladbacher wird nach dem 0:2 selbstverständlich stärker. Rahn mit einer Tormöglichkeit. Aber immer ist Hartmann bei ihm, lässt ihm sehr, sehr wenig Spielraum. Bohns, einer der Besten in der Gladbacher Mannschaft. Tat sehr viel für das Angriffsspiel. Aber vorne lief es nicht so wie gewohnt. Borowka, Weitschuss aus 30 Metern. Ganz knapp vorbei. Dann nahm Jupp Heynckes Schäfer aus der Mannschaft, brachte mit Hochstetter einen weiteren Stürmer. Aber Schalke spielte kühl, sicher aus der Abwehr, dachte immer wieder an Konter. Wie diesen zum Beispiel. Schatzschneider. Thon ist mitgelaufen. Sieger gegen Bohns, aber Sude ist schneller. Johannes Rau, der Ministerpräsident, nicht wegen des Wahlkampfes, nehme ich an, sondern um Lienen anzuschauen, der sich ja um ein Landtagsmandat bemühen soll. Junghans. Hochstetter. Aber die Schalke-Deckung steht, hat hier ein bisschen Glück, dass dieser Schuss von Rahn über das Tor geht. Das machen sie sehr sicher. Sie verlieren nicht den Kopf bei diesem Druck der Gladbacher. Thon, er hat ja den Blick für den Pass in den freien Raum. Diersen. Wieder Thon, über 20, 30 Meter, die Bälle kommen fast immer an, Schatzschneider. Es gibt Eckball, 73. Minute. Ja, er gab sich Mühe, er rackerte, er schoss, er köpfte, er hatte Chancen. Wie auch hier mit dem Kopf. Kleppinger in einer starken Partie. Schatzschneider. Man kann nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat. Auch nicht, dass er schlecht geschossen hat. Er hatte ein bisschen Pech. Ball. Und da ist Hartmann zur Stelle, 3:0. Schießt sein zweites Tor. Der junge Mann, der aus Köln nach Schalke kam. 3:0 steht es für Schalke nach diesem zweiten Treffer von Hartmann. Gedankenschnell geschossen, diesen Abpraller. Eine gute Leistung, 3:0 in der 81. Minute. Dann nahm Trainer Ferner Täuber aus der Mannschaft, brachte Opitz in den letzten 10 Minuten. Das war ein böses Foul von Kleppinger an Lienen. Das einzige böse Foul, dafür bekam er auch die gelbe Karte. Allerdings erholte sich Lienen wieder, das sieht sehr schlimm aus. Der Sturz hatte ihn wohl betäubt. Es schien aber keine schwere Verletzung zu sein. Er stand auf und spielte die letzten Minuten noch weiter durch. Und Schalke griff weiter an. Diersen, über den sehr, sehr viel lief. Er und Thon, glänzende Regisseure aus dem Mittelfeld bei Schalke. Thon. Kleppinger steht vorn und schießt das 4:0. In der 87. Minute. Und da können einem die Gladbacher doch schon leid tun, die offensichtlich die Winterpause längst nicht so gut überstanden haben wie die Schalker. Immerhin haben die Schalker ja auch am letzten Wochenende ein Spiel schon in Waldhof, in Mannheim gehabt. Sie sind schon wieder wesentlich besser in Form. Mill, von dem man wenig sah,
und von den meisten seiner Mannschaftskollegen Hochstädter. Rahn, und da schießt er ein Tor. 4:1 in der 92. Minute. Das Endergebnis, ein verdienter Ehrentreffer.